So, herzlich willkommen zurück zum Surgeon Simulator. Die dritte Folge und diesmal wird unser Patient überleben. Sagt Alex. Richtig, sage ich. Achso. Ich muss gerade wieder meine Hände richtig anordnen. Das ist immer so, ja. Geht mir morgens genauso. Ja. Und vor jeder Herz-OP. Ja, mache ich ja jeden Tag. So, Tuch erstmal zur Seite legen. Da scheitert schon wieder. Also das mit dem Tuch, das kriegt er noch nicht so ganz auf die Reihe. Ja, das ist auch das schwierigste Sache an dem ganzen Fall. So. Ja, das reicht ja eigentlich schon fast. Das ist gut. Bloß nicht zu weit wegschmeißen. So musst du eigentlich hinhauen. Ja, so, jetzt nehmen wir unseren Hammer. Genau, der Allzweckhammer. Damit knacken wir den Panzer. Oh, bloß das Skalpell nicht wegschmeißen, das brauchen wir noch. Einmal kurz hebeln. Aber wie empfindlich auch der Brustkorb ist, ne? Einmal anticken und dann explodiert gleich alles. So, jetzt erstmal hier aufräumen. Genau. Ich würde sagen, die Lungen packen wir mal ganz vorsichtig nach rechts. Ja. Weil ich glaube, um das Level zu schaffen, müssen wir wirklich beide Lungenflügel wieder einsetzen. Du musst bloß aufpassen, dass du... Genau, du hast es aufs Skalpell gelegt. Ja, aber das waren nur 30 Milliliter. Das war ja, okay, nicht so. Das ist in Ordnung. Und aber vor allem verliert er aktuell kein weiteres Blut. Gerade nicht so, ne. Also in die Knochen können da hinten hin. Ja, gib mir mal einen von, ja. So. Da drauf beißen. Na. Ich häng fest irgendwo. Ja, komm, 6 Milliliter, das ist 8. 9. Oh. Naja, gut, wenn es in dem Tempo weitergeht, kann ich das verkraften. So. Jetzt brauchen wir dieses Skalpell. Ja, aber vielleicht hättest du erst ein paar Knochen da rausholen sollen. Soll ich? Ja, weiß ich, oder lass sie drin liegen, ist egal. Ja, ein paar. Vielleicht kannst du einfach wieder reinrühren. Vielleicht geben die extra Punkte, wenn man es. Ja, wahrscheinlich. Je mehr Knochen drin bleiben. Okay. Ja, versuchen wir es einfach also mal. Dieser abgespreizte Finger ist das Geilste. Schön. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das... Da ist es, okay. Wo ist es denn? Okay, da vorne. Wenn du jetzt kippst, bist du ja schon richtig unten. So. Ein bisschen rumbohren. Zack, zack, zack. Und da spritzt das Blut. Du hast doch gar nichts berührt von den richtigen. Ja, doch eine schon. Eine ist durch? Ja. Moment. Dein Finger sieht voll abgebrochen aus. Ja, da bist du schon ganz richtig. Der lila ist durch da, ne? Wow, geil, hast du es gerade gesehen? Es ist ab. Komplett? Ja, du geh raus da, glaube ich, oder? Moment. Also ich glaube, da fehlt noch was, aber ja, dann mach, dann mach. Ich schau mal. Ja, wenn du meinst, es fehlt noch was, dann musst du natürlich weitermachen. Aber ja, ich guck mal. Das hat er gezappelt. Moment. So. Ich muss erstmal meine Hand richtig ausrichten. Ja. So. Zugreifen. Hast du? Nee, es hängt noch fest. Okay. Aber du hast es schon mal gehabt. Ja, okay. Ja, es hängt noch fest. Aber das, glaube ich, ist jetzt machbar. Jetzt muss ich aufpassen. Oh, hoffentlich kriege ich jetzt das Skalpell noch. Ja, es ist, das ist da so drunter geglitscht. Ja, ganz komisch. Da ist es. Ja, aber, ja, du hast es aber. Du hast es. Gut. Und nicht fallen lassen in der Brustkorb, glaube ich. Das könnte auch sein, dass das deswegen nicht geschafft worden ist. Also wenn es jetzt nicht ab ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, ich denke schon. So, nochmal quer rüber. Oder ist das Rote in der Mitte noch nicht ab? Ich schau nochmal. Ja, es bewegt sich, glaube ich, ne? Ist es noch nicht ab? Oh, ich sehe aber gerade, wir haben einen ziemlich hohen Blutverlust. Naja.
Ist immer ein Zeichen dafür, dass es eigentlich... Nee, es sitzt immer noch fest, verdammt. Das gibt's doch gar nicht. Ich glaube, das wird in diesem Versuch dann doch noch nichts. Wobei es handwerklich relativ gut geklappt hat. Also. Ja, doch, doch. Also das... Oh Gott. Kommt die Rippe auf einmal her? Ach, die war da noch so rumgelegen. Die fiel vom Himmel. Es ist immer noch dran. Ja, ich sehe es. Ja, weil er das Skalpell blöd hält. Ein bisschen falsch rum. Oh Gott. Ja, da ist genau die eine Arterie oder die was. Die mittlere, ist. Die ist noch ja, dran. Genau. Ja. Ich komme aber gerade nicht richtig an die ran. Ja. Ich muss das Skalpell nochmal neu nehmen. Das hat so keinen Sinn. Aber ich glaube, das wird in dem. Ups. Jetzt liegt es da drin, jetzt kannst du es neu nehmen, ja. Es ist immer wieder lustig anzusehen. Hat er es jetzt? Nee, oder nicht? Nee, nee. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass man es nicht drin liegen lassen darf, wenn der Versuch erfolgreich sein Meinst soll. Meinst du? Mhm. Okay, jetzt hast du es, glaube ich. Nee, habe ich nicht. Das ist total blöd, dann nimmt es nicht richtig. Naja, es liegt zu tief drin. Ich komme an das Skalpell nicht mehr ran. Ja. Aber ich glaube, der Versuch, der wird jetzt gerade eh nichts. Also, aber ich nutze den jetzt gerade nochmal, um quasi meine handwerklichen Fähigkeiten zu schulen. Du kannst die Lungen ja wieder reinschmeißen. Was versuchst du mit der Rippe? Greif dir eine Rippe und mach damit die Arterie ab. Ja. Wieder nicht, ne? Nee, nicht so wirklich. Ja, nimm mit. Leg in so ein Glas rein. Oh, hast du das gerade gesehen? Unser Arm ist da zu Ende. Echt? Oh, scheiße. Okay, aber beim nächsten Mal... Jetzt kannst du noch mal alles zum Tisch rühren, da rechts. Mach mal alles runter da. Rums. Ups. Ach, du Scheiße. Ja, okay, aber beim nächsten Versuch. Ja, einen kriegen wir noch hin, denke ich, in diesem Part. Wird es auf jeden Fall wieder anders ausgehen. Ja, in diesem Part schaffen wir es jetzt auf jeden Fall. Jetzt kommt der zweite Versuch und der wird jetzt super werden. Ja. Das mit dem Skalpell hat eben nicht so schnell geklappt. Ja, ja. Dote ist er. Aber es ist wirklich nicht so einfach. Ja, aber dafür schaffst du es jetzt. Das Problem ist, dass dieses Spiel doch ein bisschen süchtig macht. Also. Das ist doch schön. Das macht ja auch wahnsinnig Spaß, sowas anzugucken. Ja, wenn du das sagst. Ja, ist so. Hast du doch eben auch selbst miterlebt. Ja, das stimmt allerdings. Ja. Ey, das war ja mal richtig gut. Okay. Ah, so. Oh, ja. Hervorragend. Das ist schön. So, Hammer Time. Oh, der da fast richtig angegriffen ja, ist. Ja, fast. Okay. Ganz kurz nur anticken, dann explodiert der Brustkorb. Ich häng fest, verdammt. Hat ihm noch nicht wehgetan. Was macht er denn jetzt hier? Moment. Gleich mal's pumpen. Ja, es ist jetzt gerade hier ein bisschen schwierig. Ja, aber er hat noch kein Blut verloren. Nee, er hat auch sonst noch nichts gemacht. Ach, hol was an. Knallbalz. So. Ja, und nun alles raus, was dich reingehört? Moment. So. Nach rechts legen würde ich die. So. Das ist ganz. Ist das Tuch weg? Nein, ist es noch ist nicht. Es ist da, Ui. Das ist aber ganz gut, dass das Tuch jetzt drunter gelegen war, weil dann. Dachte ich auch, dann fällt es dich aufs Skalpell, ja. Ja, wobei, also die paar Milliliter, auf die kam es da eigentlich auch nicht an. Mhm.
Wozu hat man da eigentlich Wattestäbchen, frage ich mich. Was soll man denn da? Für die Feinarbeit, wenn man denn mal viel geübt hat. Jetzt kannst du eigentlich schon ein Skalpell nehmen. Ja, ich muss ja erstmal ein bisschen hier Knochenzeugs beseitigen. Da, alles im Weg. Grümpel hier. So, jetzt haben wir da Platz. Jetzt nimmst du das Skalpell. Und dann schneidest du dann alles kaputt. Erstmal hier. Ja, so. Leg da zwei rein. Nein, ich will ja ordentlich an das Skalpell rankommen. Ja, aber hinten anfassen, nicht vorne. Ey, da fliegt die Knochensäge weg. Ich hab das Klemmbrett. Ja. Nee, das ist, glaube ich, eher so ein Tablett, ne? Das Klemmbrett ist, glaube ich, rechts. Warte mal. Ah, jetzt habe ich es dann natürlich verkehrt rum. Ich muss das mal versuchen, ein bisschen... Den Daumen zu drehen, ja. Ja, oh Gott. Ich glaube, ich nehme einfach da drüben eins, oder? Da liegt ja auch noch eins. Das eine ist das Skalpell, stimmt, ja. Wir müssen den Becher ein bisschen zur Seite kicken, genau. Und jetzt greifst du zu. Was tust du? Ich versuche das Skalpell zu greifen. Das Skalpell war eine Pinzette, egal. Dann nehme ich halt doch das. Einfach, nimm die einfach da. So. Ah, verdammt. Ja, rechts kommen wir jetzt schlecht ran, da ist alles mit Lungen vollgebaut. Ja, jetzt hast du es ja. Gut, bisschen anwinkeln. Ich muss erstmal gucken. Oh, okay. Ja, das geht schnell. Ja, so. So. Okay. Stück für Stück alle abmachen. Muss weiter nach oben, glaube ich. Ja, genau. Jetzt runter, wenn es irgendwie geht. Da bist du ganz gut. Und jetzt musst du das durchsägen. Nee, er hält sehr ungünstig. Ich komme da so gerade nicht ran. Ich muss das nochmal neu nehmen. Da hilft jetzt alles nichts. Okay, dann leg das nochmal ab und dann greif's richtig. Zack, fallen lassen. Moment, nicht das... So. Wie kriege ich jetzt das blöde Skalpell richtig? Kann ich das irgendwie nochmal verschieben oder so? Moment. Ja, nochmal. Bisschen schnipsen. Schnips es bloß nicht am Tisch. Aber so könnte das schon klappen. Ja. Ja? Und jetzt da hinten? So könnte das klappen. Okay. So ist ganz gut. Jetzt muss es nur richtig halten, ne? Nein! Oh, verdammt! Ja, so geht's aber auch. Wie so ein Maskenhörer. Ja, also, ich stech dich ab. Ja, genau. Jetzt liegen da die ganzen Knochen wieder im Weg, so ein Scheiß. Egal, so ist aber besser, so kriegen wir es hin. So, jetzt schön an die richtige Stelle. Nein! Hast du es noch? Doch, du hast es, glaube ich, noch. Okay, und jetzt schön rumrühren. Schon tiefer musst du, glaube ich. Also zwei sind ab, rechts fehlt noch. Nee, sind alle ab, oder? Ist alles ab? Bist du sicher? Nee, sicher nicht, aber es sieht so aus. Nee, da ist wieder die eine, die vorhin schon nicht richtig ja, war. Ja, dann musst du die in der Mitte noch abmachen. Ah, die blöde Rippe hier. Ja, die nicht beachten, einfach weiter bohren. Das sieht aber ganz gut aus, was du da machst. Also für einen Laien. Da muss ich, glaube ich, ein bisschen dichter ran. Ja, das ist die mittlere oben, glaube ich, die wieder dran ist. Oder ist das alles ab? Jetzt ist es ab! Nee. Echt nicht? Jetzt ist es ab. Okay, raus mit dem Skalpell, nicht fallen lassen. Er hat doch ganz gut Blut. Da kann man nicht meckern. Ich hoffe, dass es jetzt wirklich ab ist. Ja, ich denke schon. Du musst rein, du musst weiter rein, du musst tiefer rein.
Es sind aber alle drei ab. Also das... Er hat aber echt wenig Blut verloren. Ja, sehr schön. Wir können es rausnehmen. Nee, noch nicht. Doch, noch nicht. Doch, das ist lose. Ja, ja, es ist lose, aber ich hab's noch nicht. So. Der Blutverlust ist echt gerade nicht groß. Es ja, nimmt doch nicht alles raus. Ich komm nicht ran, ich hab das Falsche immer erwischt. So. Okay, jetzt schmeiß es weg. Sieht aus wie so ein Ei. Scheiße. Die Lungen. Oh, pass auf, Schatz, was machst du? Ja, da? Hallo, das ist total schwer. Ja, ja, er ist nach links. Rein damit. Sehr gut. So. Da liegt's gut. aus die Lungen noch da rein. Nicht wegschmeißen, aufpassen. Und vielleicht haben wir jetzt auch Zeit. Jetzt kannst du gleich noch die Knochen da wieder reinrühren. Ja, sehr gut. Oh Mann. Nicht zu doll wehtun. So, jetzt, ja, entweder haust du ein paar Knochen rein oder du packst das Tuch jetzt drüber. Ich würde gerne noch ein paar Knochen reinhauen. Aber du musst aufpassen, dass das Tuch auch noch drüber geht. Ja, ja. Ja, okay, es reicht, glaube ich. Schaut gut aus. Ja, wunderbar. Mein Tuch ist weg! Nein! Scheiße! Wo ist denn das Tuch? Das ist bestimmt runtergefallen. Ach, shit! Dann musst du ein Klemmbrett nehmen. Ja, dann haue ich aber erst noch ein paar andere Sachen wieder mit rein hier. Ja, dann noch ein paar Knochen dazu. Vielleicht heißt es ja auch gleich, die haben gewonnen. Ach, es ist jetzt ärgerlich mit dem Tuch. Ja, das ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit dem Tuch wirklich so war. Oder einfach noch ein paar Knochen mit reinlegen. Das sieht eigentlich ganz gut aus, was wir da gemacht haben, finde ich. Ja, passt genau. Und wie gesagt, der Blutverlust, der ist eigentlich auch total im Rahmen. Wer hätte noch Vollzeit? Vielleicht sollte ich das noch ein bisschen aufräumen hier drin. Da oben ist noch eine Rippe, die kannst du auch mit reinschmeißen. Meinst du, das zählt dazu? Ich habe keine Ahnung. Das Herz ist ja eigentlich schön drin, ja. Den noch damit rein. Genau. Ja, wunderbar. Da rechts ist noch eine Rippe, die kannst du auch mit reinschmeißen. Ich weiß gar nicht, ob wir sogar schon alle Rippen jetzt haben oder ob. Und das Skalpell noch nicht! Scheiße. Ja, aber ich kann es doch sowieso nicht beenden, wenn ich das nicht habe. Okay, das ist jetzt damit reingerührt. Lass es da drin liegen. Lass es lieber. Alles, was du jetzt damit reinrührst, tut ihm weh. Ja, nee, ich komme auch nicht mal an das Skalpell ran. Kannst du ein Wattestäbchen mit reinpacken oder so. Pack mal das Klemmbrett drüber. Deck das damit mal ab, vielleicht hilft das ja. Das Klemmbrett ist ja ein bisschen breiter. Na. Das Tuch ist wirklich weg, ne? Ja, ja, scheiße. Das ist echt schade, ja. Ich glaube, ich weiß, ob das jetzt Ausschlag gibt, müssen wir vielleicht nochmal nachgucken. Das ist nicht das Tablett, das Klemmbrett ist, glaube ich, oder macht beide, ja, genau, macht beide. Eins rüber. Moin, ja, klingt erstmal. Ja, also einwandfrei. Ja, und das legst du auch noch drüber und dann sieht man nichts mehr von dem ganzen Kram. Sehr schön. Wie kann man das so... Okay. Er kann. Oder hätten wir das alte Herz in die Box... Nee, das wäre auch Quatsch. Ups. Mhm. Ach, scheiße. Und weg ist es. Links ist noch ein Tablett. Ja, das bringt jetzt ja auch nichts mehr hier. Das ärgert mich jetzt voll, weil eigentlich haben wir das total vorbildlich operiert. Das super geklappt, ja, leider. Es ist leider nicht zu ändern.
Man kann jetzt auch nicht sagen, wir sind fertig oder so. Das muss einem das Spiel schon sagen, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Wir sollten uns mal so ein Walkthrough anschauen. Sonst machst du halt das, das rührst du noch ein bisschen mit dem Herz da drin rum oder so. Ich lege jetzt noch mal kurz das Klemmbrett weg, weil sonst, das Tablett, weil sonst sehe ich nichts. Natürlich. Das reagieren nicht immer alle Finger. Ich muss das Herz ein bisschen mehr in die Mitte. Vielleicht ja, das haben wir auch schon überlegt. Ein bisschen mehr reinrühren. Oh, das Skalpell. Ja, was soll ich denn machen? Moment, so. Bisschen besser anordnen auf den ganzen Scheiß. Ja, wenn es so einfach wäre. Und sonst schmeißt du da ein paar Wattestäbchen mit rein. Zur Wundversorgung, meinst du? Ja, nimmst die Lunge nochmal eben raus, die eine, dann kann das Herz mehr in die Mitte. Moment. Die rechte Lunge. Oder ja, so, ja. Da so. Oh, ey, komm, es schaut doch aus wie neu. Ja, ich denke schon. Das schaut voll gut aus. Also wirklich zufrieden ist das Spiel anscheinend noch nicht. Ich verstehe das überhaupt nicht. Das war ein Wattestäbchen. Zack! Ja, so. Schmeiß einfach rein. Ja, ist so wunderschön. Wie das da drin steckt. Schön. Wirklich schön. Schaut aus wie so ein Stillleben jetzt das Ganze. Glaub, aber ey, das schaut doch toll aus. Mit dem Herz und den Lungen einwandfrei. Ja, ich glaube, mehr können wir jetzt nicht tun. Bis der verblutet ist, das dauert hier eine ganze Zeit lang. Also ich glaube, wir müssen das jetzt hier beenden. Ja, aber also mehr können wir nicht für ihn tun. Nö. Aber ich bin sehr zufrieden mit meiner Arbeit. Ich hast du schon, toll gemacht. Ich schaut bin stolz toll auf. Aus. Und ja, fast wie neu. Ja, ich denke auch. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Nebenprojekt aber gefallen. Alle Organe bewegen sich, nur das Herz nicht. Hätte ich das vielleicht, aber das kann ich doch nicht annähen, oder? Rühr das Herz noch ein bisschen weiter rein in die Mitte, weil die Lungen, die atmen tatsächlich wieder. Das war die, ja haben, vor... die Lungen haben immer geatmet. Nee, als sie draußen lagen, glaube ich nicht. Kannst dann du das Herz... Ja, da muss ich doch noch mal ein paar Knochen auf die Seite schaffen, weil sonst... Vielleicht kannst du das Herz doch noch ein bisschen in die Mitte rühren. Jetzt hat er eine Idee. Ah. Moment, ich muss jetzt erstmal schauen, dass ich hier die Lungen... Ich glaube nicht, dass die Lungen geatmet haben, als sie draußen lagen. Ich glaube schon. Ja, das ist schon ganz cool. Ja. Ah, nein, Moment. So. Vielleicht musst du das Herz andersrum drehen, dass die Arterien nach oben zeigen. Das ist ja ein bisschen sehr... Ah, jetzt ist die Lunge zu weit draußen. Dreh noch ein bisschen am Herz rum. Ja, aha. Ja, toll, jetzt. Du wolltest doch eh am Herz drehen. Ja, aber ich will nicht, dass die Lunge wegfällt. Ein bisschen schief vielleicht, aber passt schon. So. Ja. Wenn das gleich so einrasse, das Herz klack. Mit dem Q-Tip da drin. Moment, jetzt machen wir das mal hier mit absoluter chirurgischer Präzision. Halt, falscher Finger. Was versuchst du denn jetzt genau? Ich will das Herz zurechtschieben. Weil das liegt doch eigentlich hervorragend jetzt, also... Ja, schon. Ja, wahrscheinlich liegt es echt am Tuch. Das kann ja wohl nicht sein. Aber ich dass wir da so eine perfekte chirurgische Anordnung haben und dann zickt das Spiel wegen dem Tuch rum. Ja, es ist schön. Ja. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß an diesem. Und also, ich meine, das muss man jetzt schon mal sagen. Das Herz liegt hervorragend an der richtigen Stelle. Richtig ja, schön doch, mittig da kann man und nicht so. Meckern. Da kann man nicht meckern. Jo. Die Lungen atmen auch. Ja. Ja, ich verstehe. Das Herz schlägt halt nicht, aber das kriegen ja, wir nicht angehen. Wir haben ja keinen Faden. Haben wir da noch irgendwas, was wir vielleicht benutzen können? Was ist das hier für ein komischer Würfel? Ach so. Das ist der Behälter für die Wattestäbchen gewesen. Liegt da vielleicht noch was drin, was wir übersehen haben?
Nee, da ist nichts mehr drin. Also wir haben höchstens noch das Skalpell jetzt wieder mit eingebaut. Das müsste nicht. Ja, aber das Skalpell war vorher nicht drin und da hat es das Spiel trotzdem nicht das haben wir erst nachträglich reingeworfen. Ja, das stimmt schon. Nö, da ist eigentlich nichts mehr drin. Muss ich da vielleicht irgendwas anschalten oder so? Nee, da unten links liegt die Knochensäge. Ja, da komme ich jetzt bloß nicht mehr ran. Ich würde lieber an das Tuch rankommen. Ups! Jetzt hast du ihn getötet. Naja, haben wir das wenigstens beschleunigt. Aber ich fand die OP, die war jetzt echt gut. Wir werden uns, gut gemacht, ja. Wir werden uns mal schlau machen in Sachen Herzchirurgie, genau. Ob das wirklich für das Überleben des Patienten zwingend notwendig ist, dass man das Tuch wieder drüber legt. Mhm. Aber ja, war auf jeden Fall mal ein bisschen ein anderes Special oder eine andere Art von Let's Play. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß daran. Ich denke schon. Ja, und beim nächsten Mal, falls dieses Spiel nochmal irgendwie von uns wieder aufgewärmt wird, da darf mal der Alex ans Skalpell dran. Ach, so ist das, okay. Ja, habe ich jetzt beschlossen. Oh, aber das kann dauern. Ich glaube, wir haben jetzt genug Blut gesehen für heute. Genau, und, das reicht erstmal. War schön. Bis dann. Tschüss. Okay. Tschüss.